Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Gottesdienst am drittletzten Sonntag im Kirchenjahr. Über diesen Sonntag und der neuen Woche stehen ein Wort von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wir sind beisammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet. Dass er Frieden zu sein wird, soll ihm eigentlich aber fremde nicht. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne. Das Blüte und Feuer einander begegnen, gerecht wie Eid und Liebe sich küssen. Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Dass uns auch der Herr Christus mehr, wo wir glücklich sind, als seine Frieden. Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und sein Schwingen folge. Wie lange noch? Krieg, Gewalt und Tod. Wir haben Angst in dieser Welt und wir sichern uns mit Mauern und Waffen. Komm, Heiliger Geist, überwinde du Grenzen, schenke uns Freiheit. Lass uns deine Worte hören, Feindschaft kann enden, Versöhnung kann gelingen. Nichts muss bleiben, wie es ist. Schwerter können zu Pflugscharen werden. Frieden auf Erden. Darauf lasst uns trauen. Amen. Das Evangelium zum heutigen Sonntag steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Als er, gemeint ist Jesus, aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Da antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird nicht sagen, siehe hier oder da, denn seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohnes und werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier, geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Gott segne sein Wort an uns alle. Thank you.
Liebe Gemeinde, der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 8. Paulus schreibt: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Welt Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, durchaus Hoffnung. Denn auch die Hoffnung wird frei, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht alleine aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Gott segne sein Wort an uns alle. Liebe Gemeinde, der Wind hat die Bäume leer gefegt. An den Ästen hängen die letzten Blätter. Braun sind sie geworden. Sie haben ihre Lebenskraft verloren. Bald fallen auch sie zur Erde. Und die Bäume stehen ganz kahl unter dem grauen Himmel. Der Spätherbst erfüllt viele Menschen mit Traurigkeit. Denn wir müssen Abschied nehmen von der Wärme der Sonne, den Farben der Blumen, aber noch mehr. Der November erinnert uns daran, dass wir einmal selbst Abschied nehmen müssen. Er erinnert uns an unser Ende. Daran, dass wir wie die Natur der Vergänglichkeit unterworfen sind. Rainer Maria Rilke hat das in seinem Gedicht Herbst zum Ausdruck gebracht. Dort heißt es: Die Blätter fallen, fallen von weit, als Welten in den Himmel verweigern. Sie fallen mit vermeidender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt und sieh die andere an. Es ist in uns allen. Liebe Gemeinde, diese Zeilen des Gedichtes, sie atmen etwas von dem, was Paulus Vergänglichkeit nennt. Und damit meint er auch dies, dass uns unser Leben manchmal vergeblich vorkommt. Vergänglichkeit. Ich muss dabei an viele Besuche bei alten Menschen denken. Ihre Gesichter sind meist vom Leben gezeichnet. Manchmal sind sie ans Bett gebunden, können nicht mehr laufen. Viele verlässt ihr Gedächtnis. Manchmal frage ich nach einem Bild aus der Kindheit oder aus der Jugend. Da schauen wir dann miteinander an. Ich sehe ein junges, frisches Gesicht, glänzende Augen, die sich etwas vom Leben erhoffen. Beim Betrachten solcher Bilder wird die Erinnerung oft lebendig und ich spüre etwas von diesem weiten Bogen, der dieses ganze Leben umspannt. Aber gleichzeitig wird klar, die Zeit vergeht, sie verringt. Und ich spüre, wie nichts sich halten lässt. Vergeblichkeit. Ich denke an manche Ältere, die sagen, es ist alles vergeblich. Wozu das Laufen und Rennen und Schaffen? Wozu das Hoffen und Planen? Jetzt bin ich alt und kann nicht mehr so wie früher. Oder einer sagt, ich habe gelebt für unseren Betrieb.
Seit 3 Generationen hat er meiner Familie gehört. Und jetzt hat ihn mein Sohn einfach aufgegeben. Liebe Gemeinde, ich denke, wir alle spüren oder wir ahnen, wie vergänglich und manchmal vergeblich das Leben ist. Und das schmerzt uns. Wir merken es in diesen Wochen im November besonders. Wir merken es, wenn wir unser Leben ehrlich anschauen. Wir wissen es, wenn wir auf die Welt sehen. Der Blick von Paulus geht aber über unseren menschlichen Bereich hinaus. Paulus hört das Seufzen und Klagen der Schöpfung. Es ist nicht nur die Klage über das Werden und Vergehen, er sieht auch das Leid, das mit menschlicher Schuld verbunden ist. Die Vergänglichkeit und Nichtigkeit der Schöpfung, Paulus sieht sie im Zusammenhang mit dem Sündenfall. Der Mensch hat die Kreatur mit hineingerissen in seine Schuld. Wegen des Ungehorsams von uns Menschen ist die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. So sieht es Paulus. Und vielleicht begreifen wir heute fast besser den Sinn dieser Worte als seine Zeitgenossen damals. Die Natur leidet unter uns Menschen. Die Bäume nehmen Schaden, das Wasser, die Luft und der Boden und die Tiere. Wenn sie hörbar schreien könnten, die Welt würde widerhallen vom Seufzen und Klagen. Und wir alle sind darin irgendwie verstrickt und beteiligt. Und wir stehen hilflos da, wissen keinen Ausweg, jedenfalls wagen wir die richtigen Wege nicht. Hilflos stehen wir einer seufzenden und stöhnenden Welt gegenüber. Und wir sind bestürzt über das, wie viel davon von uns Menschen hausgemacht ist. Gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges oder des Krieges in Israel spürt man, wie viel Leiden Menschen verschulden können und zu was Menschen fähig sind. Liebe Gemeinde, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Ehrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. So schreibt es Paulus der Gemeinde in Rom. Und ich nehme ihm diese Worte ab. Paulus hat keine Strapazen gescheut, um das Evangelium weiterzutragen. Er hat Leiden auf sich genommen, in dem Bewusstsein, dass er darin mit dem Gekreuzigten ganz eng verbunden war. Ja, sein Glaube hat ihm die Kraft gegeben, das alles durchzuhalten. Er war total überzeugt davon, dass Gott die Erde neu schaffen wird, dass alle Glaubenden Gemeinschaft mit dem Auferstandenen haben werden, dass sie ewiges Leben haben werden. Das war sein Glaube, seine Überzeugung. Ich denke, es ist ja auch unser Glaube, dass Jesus uns im Leiden ganz nahe ist, dass wir Gottes Kinder sind. Als Christen sind wir der Überzeugung, dass mit dem Tod nicht alles aus ist und wir hoffen, dass Gott einmal alle Tränen abwischen wird. Dennoch, es fällt manchmal nicht leicht, selber so gewiss und sicher zu reden, wie das Paulus tut. Solche hoffnungsvollen Worte fallen uns schwer angesichts der Zerstörung unserer Umwelt, gegenüber der Frau, die täglich unter ihren Schmerzen leidet, bei dem alten Mann, der sein Leben so dahinschwingt, sieht, im Gespräch mit Menschen, die um einen Angehörigen trauern. Und zwar, wir sind gerettet, weg vom Tod, das ist das frohe Evangelium. Gott hat den Tod ein für alle Mal besiegt und er verheißt uns eine neue Erde und einen neuen Himmel. Aber wir sehen oft so wenig davon. Wie soll dir jemand Hoffnung machen können auf das neue Leben, wo der Tod doch so mächtig scheint? Und wie sollen und können wir selber hoffen? Liebe Gemeinde, Hoffnung, was ist das eigentlich? Wir Menschen, wir pendeln ja so dahin zwischen
Pessimismus und Optimismus. Die einen neigen von ihrer Persönlichkeit her eher zur Zuversicht, zum positiven Sehen, und die anderen neigen eher zum negativen Sehen, zum Pessimismus. Aber oft kennen wir auch beides in uns selber. Einmal sind wir zuversichtlicher und ein andermal verzagter. Da ist die Angst vor der Zukunft, vor Krankheit, Schmerzen, Tod. Da ist die Befürchtung, dass unsere Erde keine Zukunft mehr hat. Und dort ist die Erfahrung, dass wir Auswege finden können aus Krisen und dass sich immer wieder ein Türchen öffnet. Dort ist die Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Kraft des positiven Denkens nennen das manche. Aber solch eine optimistische Haltung, ist sie überhaupt das, was Paulus mit Hoffnung meint? Ich denke nicht ganz. Christliche Hoffnung geht weiter, geht tiefer. Christliche Hoffnung rechnet mit Gott und sie vertraut nicht auf die eigenen Möglichkeiten. Christliche Hoffnung hat auch da ihren Platz, wo der Tod und die Nichtigkeit mächtig zu sein scheinen. Siegfried Lenz, der große deutsche Schriftsteller, hat über diese Hoffnung Folgendes geschrieben. Es trifft gewiss zu, dass die Hoffnung eine Gnade darstellt. Aber fraglos ist sie eine schwierige Gnade. Man hat sich ihrer oft zu versichern, denn sie ist nicht dazu angetan, sonnigen Erbauungsfrieden zu schaffen. Wer sich ihr anheimgibt, ist keinesfalls gegen alles gefeit. Die Hoffnung schützt vor keinem Panderbiss, aber sie lässt erkennen, wessen wir bedürfen, um bestehen zu können. Eine Gnade ist die Hoffnung, liebe Gemeinde, so hat es der Schriftsteller gesagt. Und er hat damit gemeint, die Hoffnung ist ein Geschenk, eine Gabe. Gottes Geist gibt uns die Kraft zum Hoffen. Wer könnte aus sich selber die Kraft dazu aufbringen, wo die Nichtigkeit und das Leid doch so übermächtig zu sein scheinen? Und gilt es doch zu hoffen auf etwas, was man noch gar nicht sehen kann. Und eine schwierige Gnade ist es, die Hoffnung, denn sie gilt es zu bewahren gegen die Resignation. Das ist nicht leicht. Und eine schwierige Gnade ist sie auch deshalb, weil sie nicht nur ein Geschenk ist, sondern gleichzeitig auch eine Aufgabe für uns. Ja, vielleicht ist das Hoffen in unserer Zeit eine der wichtigsten Aufgaben von uns Christenmenschen. Wo Menschen nur den Tod sehen, sollen wir aufs neue Leben hoffen. Inmitten der tiefen Resignation sollen wir hoffen auf eine neue Erde. Wo Unfriede ist, sollen wir auf den Frieden hoffen und auf Versöhnung. Und wir sollen zeigen, dass unsere Hoffnung dazu befreit, das Menschenmögliche zu tun, um der drohenden ökologischen Katastrophe zu entgehen. Wir werden oft gar nicht viele Worte machen müssen von unserer Hoffnung. Gegenüber einem traurigen Menschen wird es vielleicht darauf ankommen, dass wir seine Hoffnungslosigkeit mit aushalten, dass wir stellvertretend für ihn hoffen. Man wird uns diese Hoffnung abspüren und man wird spüren, dass die Hoffnung für das Leben ist wie Sauerstoff für die Lungen. Gott schenke uns alle Kraft zur Hoffnung. Denn wer keine Hoffnung hat, erstinkt an der Gegenwart. Du bist treu, wenn ich um treu.
Du bist Liebe, Gott, und wir dürfen deine geliebten Kinder sein. Deshalb lässt du uns niemals fallen. Dafür danken wir dir. Herr, wir bitten für diejenigen, die Liebe nur als Fremdwort kennen. Nimm du die Angst, das Herz zu öffnen. Lass Härte und Gewalt weichen und lass Vertrauen einziehen. Herr, wir bitten für diejenigen, die Liebe dringend nötig haben. Gib die Kraft, das Schwere anzunehmen. Lass Lähmungen schwinden und lass Hoffnung ankommen. Herr, wir bitten dich für diejenigen, die deine Liebe weitergeben. Schenke den Mut, die Tiefe auszuloten. Lass Bedenken vergehen und Begeisterung anstecken. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.